hier ist Ronja und willkommen zu, ich weiß nicht, was ist das für eine Map? Also, das ist eine Speedrun-Map. Das ist eine Speedrun-Map. Du kriegst am Anfang legit, du kriegst so ein Speedrun-Buch. Und wenn du einen legiten Speedrun machen willst, dann sind sie so, ja, du musst alles korrekt timen. Und ja. Das muss komplett hochgeladen werden als volles Video. Es darf keine Cuts geben, sonst wird es nicht gezählt. Das steht da drin. Ey, das ist so eine Gefängnisausbruch-Map aus dem Labor. Aber es gibt aber auch Speedruns hier. Also wir versuchen hier natürlich auszubrechen. Hier haben wir den Computer, wenn du auf die Maus drückst, das ist richtig gut gemacht, kriegst du so kleine Hints und hier sind Schlüssel, die du sammeln musst. Hier sind ID-Badges, die dann durch Türen kommen. Und genau, wir fangen jetzt an und versuchen das Ganze zu sammeln. Notebook, ich schreibe jetzt stark. Oh, warte, wir müssen selber Sachen notieren. Ups, stinkt. Oh, das, ich glaube, das hilft mir bei meinen Ermittlungen. Das ist nämlich ganz wichtig. Ich würde gerne so Emojis machen können. Dann würde ich. Weißt du, machen wir Agent Ronny und Agent Flo. Okay. Also, Agent Flo. Haben Sie schon irgendwelche Hinweise feststellen können? Wir haben hier Testraum D. Okay, ich werde mir Testraum D erstmal ansehen. Speedtränke, ja! Okay. Trink den, da kommst du schneller. Ich habe aus Versehen das Buch aufgemacht, in dem stand Tops stinkt. Wie nehme ich den denn? Berechtigung auf diesem Baustand. Ach lol, ja, okay, ich bin Idiot Kid. Testingraum E. Okay, ich bin nun schnell. Was kann ich hier nehmen? Oh, hier ist nur ein Glascontainer. Ich nehme den aber mit. Man weiß ja nie, ob man den mal braucht. Wir drücken auf die Maus. Okay. Wir drücken auf die Maus. Warte, irgendwas ist rausgeflogen, oder? War das einfach nur die Blubber? Nö, schau mal, du kannst hier einfach die Wand aufmachen. Der hat das so dick gemacht. Ach lol. Warte, das sind so Rucksackblöcke. Das hat mit der Maus nichts zu tun. Wir müssen doch mit der Maus das machen können. Nö, guck mal, ich glaube, der ist gerade offline, der Dings, der PC. Okay. Das heißt, die Maus gibt es nicht. Aber vielleicht kann die Maus später was machen. Hier sind Sani-Pads. Okay. Hier können wir da die Maus drin. Hier ist was drin. Okay. Schau mal. Ein Buch. Oh, okay, wir haben ein Buch. Und wir haben Lab 2. Den Lab 2 ID-Schlüssel. Was ist in dem Buch? Steht da irgendwas? Oder haben Nö, das ist ein normales. Nimm es mal mit, vielleicht brauchen wir es. Ich hab's mal mitgenommen. Vielleicht müssen wir es irgendwo reinlegen. Was haben wir hier? Ey, du musst immer in diese Dings schauen. Okay, ja. Aber da ist nichts drin, oder? Agent Flo, meine ich. Drin, deswegen. Ja, richtig. Agent Rondolf. Ey. Hier ist ein Ding, schau mal. Ein Lüftungsschacht. Oh, okay. Kommen wir da schon rein? Oder? Ah, nee, am Anfang stand, wenn man in den Boiler Room geht, dass man da in die Lüftungsschächte kann. Ja. Okay, hier sind nur einzelne Sachen, die rumliegen. Das bringt uns alles erstmal noch nicht so viel. Hier ist nichts drin. Hier ist der Storage Room, aber hier kommen wir nicht rein. Wo bist du? Hinter dir. Oh, warte. Ich bin jetzt bei Lab 2, wo ich den Schlüssel für habe. Oh, okay. Okay, dann können wir nämlich hier suchen. Ich glaube, jetzt sollte der PC mir auch Hints geben. Aber irgendwie macht er das nicht. Nee, ich glaube, es geht nur, wenn die an sind. Aber wie macht man die an? Irgendwie... Nee. Ich glaube, du kannst nur manche haben. Okay. Ich mache jetzt hier erstmal meine Glasflaschen wieder weg. Ich kann Musik machen. Okay. Hier ist aber wenig. Obwohl, warte. Hier sind so... Oh, hier ist ein Rätsel. Pfeile. Warte, ich schreibe mir das mal auf, okay? Nein, wir müssen irgendwo anders das finden. Ich glaube, das ist nur standardmäßig jetzt hier. Sicher? Ja, weil wenn es richtig wäre, wäre es ja auch. Hoch, runter, links, rechts ist ein bisschen. Ja, aber es kann ja sein, dass du das irgendwo als Code eingeben musst, meine ich. Hier drüben brauchen wir einen Farbcode. Komm mal raus. Wo? Ey, das macht voll Spaß, gerade hier voll detektivmäßig. Hier drüben, siehst du das? Ja. Alles rot, orange, gelb. Also, wenn wir irgendwo Antworten darauf finden. Okay, wir haben die Farben. Wir haben hier Slab 3. Okay, ich glaube, hier brauchen wir überall Schlüssel. Komm mal mit. Ja, ich glaube, wir müssen die Schlüssel halt irgendwie finden. Wir waren doch hier noch. Ja, ich glaube, hier hinten sind die ganzen Sachen, die wir brauchen. Ja, denke ich auch. Aber hier waren noch nicht. Warte, hier waren wir nicht. Ey, voll cool, wir haben sogar ein Notebook. Hier war ich schon, da war ich noch nicht. Du hast ein Notebook? Warte, hier warst du schon. Das heißt, ich guck mal eins weiter. Warte, hast du was? Hier ist was. Glasbottles und Inside Delivery and Storage. Ich glaube, das ist ein Lagerraum. Oh ja, der war eins weiter links, glaube ich. Den habe ich schon gesehen. Ist hier was? Nö, hier ist nichts. Testing Room A. Okay, vielleicht kriegst du ja auch irgendwas. Ich glaube, hier auf dem Goldblatt muss was platzieren. Kann das sein? Oh, bestimmt. Aber ich glaube, das Einzige, was wir bis jetzt haben, ist ein Buch. Das macht noch keinen Sinn. Das ist vielleicht der Button, wo der eine in die Kommentare geschrieben hat, dass er falsch platziert hat. Oh ja, wir haben uns schon ein bisschen Kommentare durchgelesen und einer war sehr... Oh, das war eine andere Map. Das war eine andere Map, Flo. Oh, hier ist was. Okay. Warte, siehst du das? Drück mal drauf. Emergency Procedures Activated. Steht bei mir. Okay, also Notfallsprotokoll ist hier. Yeah. Hier ist was! Lab 1, warte, nimm du einfach alles mit. Okay, ich nehme alles. Obwohl du kannst eine auch Taschenlampe, die kaputt ist. Ich nehme mal die Taschenlampe. Okay, ich nehme den Lab 1 Key. Möchtest du. Dann nehme ich mal den Kompass. Wollen wir die die Wasserflaschen müssen wir mitnehmen. Falls wir irgendwann mal was brauchen müssen. Das kann ja sein. Oder soll ich? Okay, ich nehme jetzt Wasserflaschen. Du kannst, falls links irgendwas ist. Dann nehme ich hier Bücher und Notes.
keine Ahnung, was das bringt. Okay. Und ich glaube einfach, damit du den. Oh, warte, hier, der ist an. Den können wir drücken. Obwohl, da passiert auch nichts. Ich glaube, die haben uns ganz schön beim Bluesack mit den Laptops. Aber da ist nichts passiert. Oh mein Gott. Viel. Okay, irgendein Laptop davon wird was machen. Alter, hier ist ein Ziegelstand, durch die hier ist ein Radiergummi. Ja, oh. Same. Hier sind Bücher. Ja. Bücher kann man richtig viele sammeln, scheinbar. Ich versuche das hier ein bisschen sortiert zu machen. Ich habe einen goldenen Apfel. Warte, ich habe was. E-Mail von Kelly. Clara. Oh, okay. Tut mir leid über das. Das Passwort für den Safe ganz hinten beim Portal wurde resettet, als die Facility geöffnet hat. Okay. Also, Notes. Können wir hinten beim Safe. Drück alle rein, Knöpfe. Oder? Ich drück die Knöpfe. Schau mal, hier ist zu. Was? Hier ist zu. Oh, ich habe E-Mail von Rory. Tyler, bevor du heute rausgehst, ich werde. Nee, du müsstest heute nochmal zum Frontdesk kommen. Du musst heute nochmal jemanden fronten. Fronten. Also, du musst nochmal zum Eingangstisch kommen. Da. Es gab ein. Okay, es gab wohl einen Unfall oder irgendwas. Wir müssen die Facility. Oh, okay, evakuieren. Schau mal, die ganzen Kisten, damit die sind alle gelockt da drüben. Oh, okay. Merkst du das? Drück mal. Ja, ja. Okay, hier, ich habe eine E-Mail. Ich habe das Passwort für den Executive Safe. 2031. Oh, warte, das sollten wir aufschreiben. Also schreibst du schon auf? Passwort Executive Safe, okay? Oh, warte, ich habe auch Notes. Steht bei den Notes irgendwas drin? Nee, das ist, glaube ich, nur zur Deko. Oh, okay. Hier noch was? Sarah, Hilfe. Wir müssen das Gebäude evakuieren vor 10 Minuten, aber ich bin in ein Computerlabor reingerannt, um ein paar Dinge zu holen. Oh. Das Gebäude wurde geschlossen, bevor ich raus konnte. Ja, ich habe eben die E-Mail gesehen gehabt wegen Evakuieren. Deswegen. Okay. Oh, hier sind ein Haufen Radiergummis. Die E-Mail gelöscht von Dings, von Staff. Ich nehme die ganzen Radiergummis mit. Irgendwann werden wir die brauchen. Ich habe das Gefühl, es sind so viele. Ich habe eine ganze Kiste voller Radiergummis gehabt. Bei mir ist alles voll. Ich weiß nicht, wie dringend wir das brauchen. Ja, auf Dresdner E-Mail. Jardon, du hast wieder vergessen, dein Auto wegzustellen. Oh, toll. Okay, ja, okay, ich glaube, das ist richtig. Stanley ist gelockt. Hier, E-Mail deleted. Das haben wir schon gehabt. Wurde gelöscht. Fiona, bitte komm zum Testingraum sofort. A13 hat gefehlt. Ich glaube, es bringt uns alles nichts, aber das Passwort war, glaube ich, wichtig. Ja, hast du das Passwort aufgeschrieben? Konferenzraum. Ja, 2031. Okay. Mal schauen. Also, wir haben noch den Schlüssel für die Storage. Das heißt, da würde ich jetzt mal hingehen. Ja, ich habe Backstorage Room Chest Key. Also, irgendeine Kiste kann ich aufmachen im Storage Room. Okay, ich würde erstmal in den Storage Room gehen. Tatsächlich. Oh, hier. Oder? Ist das der Storage? Warte mal. Nee, aber Executive Safe. Dort drin ist ein Safe, siehst du den? Oh ja. Und für den haben wir das Passwort. Für den ist der Code. Okay, ja. Okay. Aber wir müssen dann brauchen wir dafür noch den Schlüssel. Vielleicht ist der beim Lagerraum. Hier ist noch was! Ronins Cube. War Ronin noch nicht in der Kiste? Ja, doch, aber die war gelockt. Ja, dann können wir rein mit dem. Oh, hier! Nimmst du? Ja. Okay, die war gelockt. Wollen wir dann gerade nochmal zu Ronin zurück? Ich schau gerade, wo Ronin war. Weil die hat bestimmt was Wichtiges gehabt. Rolling. Hier ist Ronin. Warte, komme. Der okay, oder die? Die hatte eine Lab One ID Badge. Ich nehme jetzt nicht den ganzen Kram mit. Also ja, das brauchen wir. Ich nehme den Kram mit. Ich brauche das. Wofür? Also hier gibt's noch einen Jonathan, der gelockt ist. Okay. Einen Chardon und einen. Nee, keine Ahnung. Noch ein Mädchen war noch, glaube ich, oder? Egal. Wir finden das. Wir müssen jetzt erstmal. Zu Lab 1 ID Badge. Oh, warte, waren wir nicht schon? Okay. Ah, nee, wir waren in Lab 2. Lab 1 können wir gehen. Lab 1 ist hier links, gell? Das ist, wo die Farbkombination ist. Okay, dann sind wir jetzt hier drinne. Warte, hier. Ist mehr Speed-Tränke, mehr Speed-Tränke. Speed nehme ich. Warte, ich fülle hier mal Wasser rein. Aus Spaß und der Freude. Warum okay. Den auch nicht? Was haben wir denn hier? Hier kommt man nicht rein. Oh, Lab 1 Chest locked. Ist sie gelockt? Oh, das Mist. Okay, schau mal, du kannst die Farbe ändern. Okay, wir brauchen halt irgendeinen Code wahrscheinlich, damit wir hier hinten reinkommen. Ein Farbcode, aber haben wir jetzt glaube ich noch nicht. Nee, warte, hast du? Gefüllt. Lass mal Speedrun machen, lass mal hier ein bisschen forschen. Wir waren noch nicht hier unten. Okay. Hier sind gefühlt richtig viele Labs. Das ist richtig, also warte, wir haben noch für Storage was. Wir können doch in den Lagerraum gehen. Oha, hier geht's ja richtig weiter. Oh mein Gott, wir finden uns niemals zurück. Nimm mal deinen Speedrun. Backstorage. Hier hab ich. Instant Delivery Storage. Guck mal, ich die glaub, Kiste da drin. Für die Kiste da drin habe ich den Key. Warte, ich habe nämlich einen anderen Key für einen anderen Lagerraum. Warte, der war irgendwo. Control-Raum? Oh, warte, was ist das hier? Wo bist du? Ich bin einfach hier weitergegangen. Oh, was? Warte, hier ist irgendwas Redstone-iges.
Wenn wir das anmachen. Also im Endeffekt müssen wir aus dem Portal raus. Ist das richtig? Ich glaube, das ist unser Ziel. Ich glaube, das ist unser Ziel. Ich glaube, wir wollen hier fliehen aus dem Portal, aber wir müssen es irgendwie aktivieren. Schau mal, hier oben brauchst du einen Bogen und musst da drauf schießen. Siehst du das? Oh mein Gott. Ja. Das ist relativ gut gemacht. Also es gibt relativ klare Hints. Ist eine relativ witzige Puzzle-Map eigentlich. So. Okay. Wir müssen nur erstmal den Anfang finden, sage ich. Northwest. Hier sind Kisten. Ist hier was drin? Hier ist nichts. Ey, ich lage jetzt meinen ganzen Schrott, Mann. Ich brauche das Gefühl wirklich nicht. Ja, ja oder? Am Anfang war ich auch noch so. Kabinett-Key. Ich nehme mal mit. Okay, nimm den. Genau, Keys nehmen wir mit und den restlichen Müll. Okay, wir haben jetzt hier Back Boiler Room. Hier kommst du in den Lift im Schacht. Oh, okay. Wollen wir da reingehen oder ist der verschlossen? Das ist zu. Okay, dann gehen wir jetzt erstmal, wie gesagt, zur. Wie heißt das? Die andere Storage. Lass mal hier hoch. Inside Delivery Storage können wir gehen. Oh, hier geht's auch nicht drauf. Hier ist nö, hier ist nichts. Lass mal die Treppe raufgehen, oder? Stairs? Wo war das? Wie gesagt, hier. Ich habe keine Ahnung, wer bei Storage. Warte, was? Wo geht's hier hin? Hinten Stairs. Waren wir schon überall. Ich weiß nicht, wo wir waren bei Storage noch nicht. Hä? Ja, aber das ist auch zu, oder? Nee, die einen habe ich einen Schlüssel. Es gibt zwei. Oh, okay. Ja, ich habe das Gefühl, hier oben ist eh nichts. Nee, hier ist nichts. Aber wo ist Storage? Habe ich sie übersehen? Die war am Anfang, wo ich war. Oh Gott, wo bin ich denn jetzt? Ach du meine Güte. Ich habe einen Orientierungssinn wie so ein Stück Toast. Das ist echt. Flo! Oh, sorry. Lab? Wo ist die Storage? Ich weiß, dass es sie gab. Ich habe sie gesehen. Ich bin mir sicher. Ich hab eine Backstage gesehen. Glaub mir. Nein, es gibt noch eine andere. Oh, wir können auch raus. Oh, ich würde. Warte. Ja, da drüben ist hier Front Delivery. Storage. Aber das ist die falsche. Wir brauchen Inside Storage. Ich habe Back Storage. Inside Delivery Storage. Schau mal hier. Lass mal rausgehen. Okay, wir gehen raus. Oh, hi, wie geil. Guck mal, wie cool das alles aussieht. Okay. Ach, das ist der Typ, der falsch geparkt hat. Ah, lol. Ist da Kiste? Ist da was drin? Warte, ich mach jetzt mal die Keys, die wir schon benutzt haben, hoch. Ja, warte. Was hast du? Ja. Was ist das? Lies dir durch. Ich kann es dir nicht sagen, warte mal. Hier. Warte. Ah, Notebook. Labcode. Oh, okay. Warte, irgendwo gab's doch auch... Ja, das war dort hinten. Kommst du mit? Ja, ich komme. Ich bin unterwegs. Ey, wir sind voll gut. Wir als Team. Nicht du, der die ganzen Hinweise findet. Hä, also ich habe den Täuschung bis jetzt immer noch nicht gefunden. Das war mir der falsche. Ich hab gedacht, wir haben einen. Nein, schau mal. Okay, was ist der Code? Okay. Sag's mir an. Runter? Hä, was ist hier runter? Runter, Pfeil nach unten. Ich merk's gerade. Das sind Pfeile, ja. Okay. Dann nach links. Ja. Dann nach unten. Nochmal unten? Und dann nach rechts, genau. Oh. Rechts hattest du schon. Okay, hier ist ein Passwort drin. Hier ist auch nichts drin. Okay, warte, ich guck mal ins Passwort rein. 0 ist gleich 0, x ist gleich 1, Raute ist gleich 2 und Fragezeichen ist gleich 3, steht bei mir. Warte, was? Gib mal her. Warte. Hä? Guck's dir selber an. Aber ich kann keinen. Oh. Okay. Okay, das hilft uns gar nicht weiter. Ich hab das Gefühl... Komm, aber wir waren noch nicht überall. Schau mal, da drüben waren wir noch nicht. Das beantwortet uns nix. Ey, komm mal, Alter, der Typ hat ein richtig geiles Auto. Oh, lol. Ah, ich weiß, das ist eine Anspielung. Das ist eine Anspielung auf dem Ford GT. Das kenne ich. Richtig, habe ich auch. Guck mal, direkt hier. Erkannt. Das ist der Quantum Labs. Achso, das ist die Adresse. Ich sehe eine Kiste. Du öffnest die Kiste. Hä? Die kannst du nicht aufmachen. Hier links kann man, glaube ich, rein, oder? Kann Dumpster? Man hier rein? Oh, ja, hier ist aber dunkel. Warte, hier ist ein Kiste. Ich wette, im Dumpster ist eine Kiste. Aber ich kann nicht aufmachen. Oh, warte. Code. Okay. Irgendwas ist hier drin. Warte, ist da der Code, den ich benutzen kann? Also, den wir gefunden haben. Warte mal haben. Kurz. Ich hab ein Item, das heißt 4. Siehst du das Gelbe? Ja. Und was sagt das? Oh, das heißt, die vierte Stelle bei diesem Farbendings ist gelb. Okay. Oh, okay. 4 ist gelb. Warte, ich schreibe mir das auf. 4 ist gelb. Okay, ja. Okay, sonst ist hier nichts drin. Okay. Hier ist er! Oranja. Wie viel? Oh lol, Easter Egg. Ich hab's gerade random gesehen, ich dachte mir, da würde ich was verstecken. Ey, ja, guck mal, wir haben schon Easter Egg. Kann man hier rein, sagst du? So gut. Da ganz hinten rechts sind noch Kisten, aber da komme ich nicht ran. Ich glaube, das ist Storage. Bin mir ziemlich, ziemlich sicher. Ja, ist es Inside Storage? Warte. Weil da habe ich den Schlüssel für. Inside Storage. Steht es da? Ja, ich glaube, du musst nur in die Hand nehmen, dann geht's auf. Oh, warte. Nein, das ist es nicht. Rechts, guck mal, das Schild. Delivery Zone. Inside Storage. Room is inside. Ich hab Gibt's Inside Delivery Eingang? Storage Key. Delivery Eingang vielleicht. Komisch. Okay, egal. Wir wissen jetzt schon mal vor. Warte mal, ich schau mal. Hier ist locker noch irgendwas versteckt. Irgendwo muss man doch da reinkommen. Das kann ich mir nicht erklären.
Car Trunk ist locked. Okay, das heißt, wir können Autoschlüssel finden. Ey, und das ist dann für das so Auto. Viel öffnen, es gefühlt. Gibt so viel. Kein Wunder, dass das. Wie lange ist das angegeben? 2 Stunden oder so, gell? Nee, keine Ahnung mehr. Also, aber Leute, könnt ihr mal einen Daumen hoch lassen, wenn ihr mehr sehen wollt. So, und das war's dann auch mit Ausbruch aus dem Labor. Es gibt noch 2 weitere Folgen davon. Das ist so eine Art kleine Miniserie, weil die Map wirklich für 2 Stunden konzipiert ist oder sowas. Und wir dann Weichen gebraucht haben. Deswegen, wenn es euch gefallen hat, dann lasst mir gerne einen Daumen hoch da. Und schreibt einen Kommentar, was ihr denkt, was das nächste ist, was wir machen müssen. Oder ob ihr die Map schon mal gespielt habt. Genau. Dann war's mit dem Video. Macht's gut und bis morgen. Ciao.